Ich habe nicht irgendeinen Beruf. Ich lese nicht irgendeine Zeitung. Ich habe nicht irgendwelche Ziele. Ich trade nicht auf irgendeiner Plattform. Mehr Möglichkeiten, mehr Übersicht, mehr Service, mehr ich. Testen Sie unsere Plattform jetzt kostenlos unter cmcmarkets.de. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Der DAX steckt mit Jan-Philipp Gericke. Schönen guten Tag, Herr Gericke. Man sagt ja immer so leichthin, der September ist ein sehr schwieriger Börsenmonat. Die Statistik sagt ja, wir verlieren in der Regel im September. Jetzt war der erste Tag relativ knackig, aber die Woche an sich sehr volatil. Wie präsentiert sich der DAX heute und vor allen Dingen, wo führt die uns die Reise hin? Ja, guten Tag, Herr Groß. Also die Frau Schimpke hat es ja vorhin schon erwähnt, 14.30 Uhr die großen Arbeitsmarktdaten und darauf schaut jetzt natürlich jeder und das könnte dann auch die Impulse für die nächsten Tage und Wochen hier geben. Dazu können wir uns jetzt mal die Charts anschauen. Da habe ich als erstes den 2-Jahres-Chart dabei und hier gilt es weiterhin, diesen zweijährigen Aufwärtstrend zu beobachten. Der befindet sich heute bei 8.040 Punkten. Und sollte dieser brechen, dann wäre noch die 200-Tage-Linie bei 7.930 Punkten zur Unterstützung da. Aber ich denke mal, wenn dieser bricht, dann könnte hier doch eine größere Korrektur dann eintreten. Im 3-Monats-Chart befinden wir uns jetzt die letzten 1,5 Wochen hier in einer Seitwärtsphase mit der Oberseite bei 8.270 Punkten. Und auf der Unterseite haben wir jetzt zweimal bei 8.095 Punkten Halt gemacht. Und hier wäre dann noch die Gap-Unterkante bei 8.086 Punkten als Unterstützung. Und da wir jetzt heute eher wieder uns an der Oberseite dieser Seitwärtsphase befinden, denke ich mal, dass wir hier nochmal Richtung 8.086 Punkten laufen könnten. Jetzt warten unsere Zuschauer natürlich auch auf einen Anlagetipp. Was für eine Trading-Idee haben Sie heute dabei, Herr Gericke? Ja, ich habe hier einen Turbo-Bär-Schein nochmal dabei. Ich würde jetzt bei 8.230 dann Short einsteigen. Und Ziel wären dann die 8.160 Punkte für heute. Hier befindet sich noch eine FIBO-Marke. Danach könnten wir die nächsten Tage dann auch nochmal bis 8.086 Punkte laufen und den Stopp kann man bei 8.275 setzen. Jan-Philipp Gericke, technischer Analyst, heute zu Gast im DAX-Check. Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, nochmal ganz kurz genannt die Eckdaten. Also bei 8.230 Punkte könnte man einsteigen mit der Trading-Idee. Das Ziel für heute wäre 8.160. Vergessen Sie bitte nicht, den Stopp bei 8.275 Punkten zu setzen.